Wir haben wirklich die Stadthalle gefüllt dieses Jahr. Wir waren so überglücklich. 1500 Plätze. Die Tendenz ist so. Und für junge Leute heute ist es wichtig, dass sie was machen, was Sinn hat und was auch irgendwie dazu beiträgt, die Welt besser zu machen. Und das können sie hier von Anfang an erproben und sich einbringen. Und ich finde das ein starkes Argument. Am Montag hat ja das neue Semester begonnen. Wir haben schon gehört, die Einschreibezahlen sind anscheinend wieder nach oben gegangen. Es wurde die Stadthalle genommen, die ja nun mehr fasst als der Audimax. Ist das auch die Tendenz, um zu sagen, es sind wirklich mehr Studierende wieder in Cottbus? Wir haben wirklich die Stadthalle gefüllt dieses Jahr. Wir waren so überglücklich. 1500 Plätze. Die Tendenz ist so, aber wir haben noch keine definitiven Zahlen. Alles, was ich heute sagen kann, ist, dass wir über 1000 Bewerbungen mehr hatten als im Jahr zuvor und auch ungefähr 1000 Zulassungen mehr erteilt haben. Aber jetzt müssen sich auch noch alle und die letzten Studierenden wirklich bei uns immatrikulieren. Das ist ein langer Prozess, müssen Geld überweisen, sich bei einer Krankenkasse anmelden. Und ich denke, in wenigen Wochen werden wir die endgültigen Zahlen kennen und dann kann ich gerne noch mal mit Ihnen darüber reden und auch ganz konkret sagen, wie wir dastehen. Und es ist einfach eine große Freude zu sehen, wie sich diese Entwicklung jetzt zeigt. Das zweite Jahr in Folge. Gibt es denn Schwerpunktstudiengänge, wo man sagt, die zünden richtig gerade? Also wir haben schon Studiengänge, da haben wir 10-mal mehr Bewerbungen, als wir Studienplätze haben. Und wir haben andere Studiengänge, wo wir bundesweit sehen, dass es nicht leicht ist, junge Leute dafür zu interessieren. Und das sind eben ganz stark die Naturwissenschaften und die Ingenieurwissenschaften. Und wir sind einfach weiter daran zu überlegen, wie kann man diese Studiengänge gestalten? Wie können wir vielleicht auch die Werbung für diese Studiengänge nochmal verändern, um etwas, was für uns so offensichtlich ist, dass das nämlich so zukunftsträchtige Studiengänge sind, so vielschichtig, so spannend, so herausfordernd, um das auch irgendwie rüberzubringen. Und am Ende müssen wir natürlich auch als Gesellschaft gucken, dass wir viel stärker klar machen, dass Zukunft der Gesellschaft nicht nur bedeuten kann, dass viele Menschen was Soziales oder was mit Kommunikation machen, das ist alles wichtig, aber dass wir eben auch harte Bereiche haben, wo man die Zukunft echt mitgestalten kann. Ist das auch gerade die Chance, den künftigen Studierenden zu sagen, ihr müsst danach nicht mehr in den Südwesten Deutschlands zum Beispiel gehen, sondern durch die ganzen Ansiedlungen, die jetzt hier passieren, habt ihr genau hier vor Ort auch die Chance, so einen Lebensmittelpunkt zu gestalten? Also ich glaube, das ist ein wichtiges Argument für die jungen Leute, dass sie wissen, dass sie hier an einen Ort gehen, wo gerade ganz viel passiert, wo viel entsteht und wo sie schon während ihres Studiums sich in den verschiedenen Forschungsvorhaben unmittelbar beteiligen können. Und für junge Leute heute ist es wichtig, dass sie was machen, was Sinn hat und was auch irgendwie dazu beiträgt, die Welt besser zu machen. Und das können Sie hier von Anfang an erproben und sich einbringen. Und ich finde das ein starkes Argument. Dann letzte Frage. Ihr Wunsch an den jetzigen, künftigen Oberbürgermeister aus Cottbus, der Dinge verändern möchte. Was ist der Wunsch aus BTU-Sicht, um die Bedingungen weiter zu verbessern für Studierende und Lehrende und Forschende? Ich glaube, mein größter Wunsch, aber da bin ich, glaube ich, auch mit dem neuen zukünftigen Bürgermeister an der richtigen Adresse. Diese Stadt muss offen sein für Innovation, für Wissenschaft und für die ganze Welt. Und ich würde das gerne auch mit der Stadt zusammengestalten.